Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator. So, ich habe ein bisschen was vor. Ich habe jetzt Missionen eingestellt und der eine Helfer ist jetzt gerade auf dem großen Feld zugange und wird da etwas noch säen. Ich habe ein bisschen was mit dem Gilbert vor. So. Denn dieser Gilbert, der hat jetzt ein etwas anderes Schicksal, sagen wir mal. Den erwartet jetzt ein bisschen was. Den guten alten Gilbert. Den wir eigentlich, glaube ich, schon seit dem ersten oder zweiten Part haben. Schon ganz seit Anfang an, sozusagen. Mit einer der ältesten Maschinen. Ich glaube, der Böhrer und der Rote. Die beiden sind ja noch etwas älter. Aber sonst haben wir kaum noch was, was so alt ist. So, der Böhrer wird jetzt nämlich verkauft. Wir haben ja die beiden anderen. Sollte eigentlich dann ganz gut sein. Verkaufen. So, und jetzt sind die natürlich... Oh, schade. Ja, ist es auch. So. Ich hoffe, gleich kommt noch Mission eingetrudelt. Ja, gutes Stichwort, aber das ist keine Mission, die mich interessiert. Dann gucken wir jetzt auch noch mal ein bisschen im Shop, würde ich sagen. Halten wir hier mal an. Gehen mal rein. Oh, ich wusste, ich habe das jetzt eigentlich nur so als Spruch gesagt. Wir gehen mal rein. Und das geht ja wirklich. Hier ist der Vollernter für Kartoffeln, Rüben. Oh, hier ist der dicke Case. Cool. Und dann kann man hier Fahrzeuge abrufen. Gut. Ja, was steht denn so an? Was kann man denn hier so gut kaufen? So einen fetten Case, da fällt mir das Geld, aber ob der sich so lohnt, ist natürlich eine andere Frage. Grimme. Im Moment glaube ich nicht. Ist nicht so meins gerade. Was haben wir denn sonst noch? So einen Grober möchte ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube den Horsch, den wir hier haben, den kaufe ich noch ein zweites Mal. Der ist günstig und macht seine Arbeit gut. Ja, die hier irgendwann mal, aber im Moment noch nicht. Im Moment brauchen wir eigentlich gar nichts anderes. Wenn ich mal so gucke. Nein, brauchen wir wirklich nicht. Oder soll ich nochmal zwei von diesen kleinen Hängern holen? Wohl eigentlich macht das keinen Sinn. Wenn man da wirklich mal in sich geht und drüber nachdenkt. Haben wir jetzt erstmal das ganze Geld. Mache immer nur die mit den Paletten, das will doch keiner. So, ich möchte hier gerne mal Info. Man, das wäre mal was. Und dann verdienen wir halt etwas Geld und werden dann halt irgendwie die Zeit rumkriegen. So, was ich jetzt mache, ist da hinten zu dem großen Feld fahren. Und zwar mit den beiden Kippern hier. So. Die sind an der anderen Seite, okay. Habe ich jetzt falsch gesehen. Bei den Typhänger ist das auch so ein bisschen komisch. Da ist das nicht so ganz eindeutig auf den ersten Blick. So wie bei den anderen. Oder wie bei den meisten anderen. So. Dann ziehen wir die jetzt mal rüber zum großen Feld. Für das wir ja auch ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Muss man ja sagen. Aber es wird sich definitiv lohnen, das habe ich schon im Gefühl.
Dafür brauchen wir dann auch bald noch ein bisschen andere Geräte, damit wir wirklich auf so großen Feldern auch effektiv arbeiten können. Hier der Häcksler, der wird reichen. Das ist ja der einzige und der größte, den es gibt. Dann geht es jetzt erstmal da runter. Mit zwei Hängern fährt er hier nicht mehr ganz so schnell, obwohl er ja gute 1000 PS hat. Ja, eine Mission. Die machen wir dann auch direkt. Und zwar auf der Wiese hier. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Das können wir nämlich super hier mit dem Bürger. Der kann dann wieder mal seine Arbeit vorrichten. Uns mal schnell ein bisschen Geld einbringen. Dafür ist er gut. Sonst hätte ich den wahrscheinlich mittlerweile schon verkauft. Bringt uns jetzt zwar nicht so besonders viel Geld, aber sonst kostet der einfach zu viel in Unterhalt. Der ist ja relativ teuer beim Unterhalt. Ist halt relativ stark auch. Aber wir brauchen den halt eigentlich für nichts anderes. Wir haben unsere, für alles andere haben wir große, schöne Maschinen. Und ja, der Bührer ist dann für uns mittlerweile nicht mehr so effizient. So, das war jetzt auch übrigens nicht so effizient, wie ich das hier gemäht habe. Das habe ich schon mal schneller hingekriegt. Boah. So. Okay, knapp 10.000 kassiert dafür, das ist gut. Dann geht es direkt mal mit dem Bikrone weiter. Mit dem müssen wir jetzt erstmal noch ein paar Meter machen. Bis zum Feld. So. Schon ein echtes Monster, wenn man das so sagen kann. Gerade auch jetzt mit den zwei Anhängern dahinter. Deshalb habe ich ja unbedingt diese beiden Anhänger gewollt, damit ich jetzt auch alleine, wenn mal kein Gast dabei ist, ernten kann. Zu zweit macht zwar mehr Spaß, aber ich denke mal, auf Dauer wird es auch wieder was zu zweit, aber erstmal werde ich noch ein bisschen was alleine machen. Habe ich auch Lust zu mal wieder. Jetzt waren ja doch so einige Parts hintereinander weg mit dem, erst mit dem Herre, dann wieder mit dem Phil und dazwischen glaube ich ein, zwei alleine. Aber mal so etwas länger alleine spielen war halt schon lange nicht mehr. So. Gut, ich war hier lang. Damit ich da schon mal vernünftig stehe gleich. So, für die Ernte vernünftig stehen. Sollen wir hier bloß nicht reinfahren in die Karre? Dann gibt es eine Schelle. So, ne, Paletten wollen wir nicht. Das lohnt sich für uns nicht. Kennt er ja schon, das Spielchen. So, hier ist der Saathelfer immer noch am Werk. Ja, der hier steht hier gut. Ich werde jetzt erstmal was ausprobieren. Und zwar werde ich ein paar Sachen kaufen. Und das ist dann hier der Deutz 7250. Der ist nämlich der schnellste, habe ich offscreen mal probiert. Und dazu gibt es dann noch einen Hänger, und zwar den dicken 60 Tonnen Hänger. Gut, jetzt haben wir kaum noch Geld, aber ich werde jetzt erstmal versuchen, ein bisschen das mit dem hier zu machen. Ach, was wir auch noch brauchen, ist ein Frontgewicht, wenn ich das hier schon so sehe. Das sind ja alles große Maschinen, die wollen auch auf dem Boden bleiben. Da kaufen. Kriegt er gleich ein richtig dickes Frontgewicht. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass ich den
dieses Aufsetzding für den Anhänger darunter gekuppelt kriege. Ah, das sieht gut aus. Ah, doch, das geht. Ich bin mal gespannt, wie schnell der jetzt damit fährt. Wenn der sehr langsam fährt, dann nehme ich gleich den schnelleren. Also den wir gerade gekauft haben. Unseren neuen Boss. Oh, der fährt aber 40 leer. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. So, das möchte ich dann abkuppeln. Ich möchte das Ganze an sich abkuppeln. Das ist dann der hier. So, gut. Solche Aufgaben wäre eigentlich auch so ein Überladewagen cool. Den hatte ich ganz früher mal. Ich glaube in Landwirtschaft Simulator 2009, dass man erst in einen Überladewagen einlädt und dann der in irgendwelche anderen Anhänger. Das wäre auch gut. Und jetzt nehmen wir aber gleich unseren neuen Boss. So, das ist er hier. Ist natürlich ein richtiges Monster. Ist eigentlich auch somit das Größte, was man kaufen kann. Der X720 ist etwas langsamer und etwas teurer. Hat, glaube ich, auch 1 PS weniger oder so. Also der hier ist eigentlich das Beste, was man kaufen kann. Jedenfalls jetzt auch in unserer Lage. Wir suchen den jetzt hauptsächlich im Moment zum Abtransportieren. Nämlich mit dem großen Anhänger hier. Das werden wir ganz bestimmt jetzt bei dem Mais gut gebrauchen können und auch später, wenn wir nochmal Rüben und Kartoffeln machen. So. Fahren wir mal da runter. Ja, der hier, der fährt schon leer mit dem fast 50. Voll wird das zwar etwas langsamer, aber ja, das ist dann, denke ich, die optimale Version, diesen Hänger hier zu ziehen. Mit einem schönen großen Trecker. Jetzt interessiert mich noch eins. Ja, die Bikrone sieht auch immer noch gegen diesen Trecker hier sehr groß aus. Jetzt machen wir hier mal richtig schön den Weg. Dagegen ist er hier jetzt immer noch klein, aber akzeptieren, ja, eine schöne Mission. Gut. Mache ich jetzt hier mal einen Bogen zur Seite so. Ich werde dann nämlich den hier abhängen und dann werde ich gleich mit dem hier immer die Anhänger wegfahren beim Häckseln. So. Wie weit ist er? Ja, ein bisschen was braucht er noch an Zeit. Oh, wieder dieselbe Wiese. Das ist cool. Ich mach mal hier die PDA weg. Kann man sich immer ganz schön so das Gehalt ein bisschen aufbessern nebenbei. So. Wenn man in echt mal so viel Geld beim Rasenmähen verdienen würde, ich glaube, wird, glaube ich, jeder Rasenmähen wollen würden, würde machen wollen. Boah, was laber ich dir eigentlich gerade für einen Quatsch? So. Gut, war jetzt nicht so ordentlich, aber es ging schnell und wir haben viel Geld verdient. Fast 10.000, mal wieder. Das ist super. Gut, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Part.